Panik an den Märkten. Fällt der DAX jetzt ins Bodenlose? Wie solltest du jetzt am besten traden? Und ist das jetzt schon die nächste Krise? Und wie schlimm könnte sie ausfallen? All das in diesem Video. Gestern ist der DAX ganze 450 Punkte gefallen, schon seit langem nicht mehr so ein Fall, sind ungefähr 4% gewesen und der kannte einfach nur eine Richtung. Und ja, es könnte auf jeden Fall der Startschuss für die nächste Krise sein. Die letzte war 2008, da bin ich gerade mal so an die Börse gekommen und natürlich war das die super Zeit, um an die Börse zu kommen als Anfänger. Da konnte man gar nicht so schnell gucken, wie man Geld verloren hat. Jetzt bin ich allerdings vorbereitet und jetzt weiß ich auch, wie man eben in der Krise tradet. Für dich das Allerwichtigste, wenn du jetzt am Anfang bist, ist die beste Art in der Krise zu traden, gar nicht zu traden. Ja, weil dann verlierst du eben kein Geld. Oder zumindest auf der Demo zu traden. Ich werde dir jetzt auch hier gleich an meinem Bildschirm einen Trade zeigen. Ich werde dir auch den Markt insgesamt von gestern zeigen. Und du wirst sehen, dass das auf jeden Fall die nächste Krise sein könnte, ja, weil, wie gesagt, also so tief ist der schon seit lange nicht mehr gewesen. Und es ist ja wichtig, einfach mal so früh wie möglich in so eine Bewegung dabei zu sein, ja, weil irgendwo am Ende der Bewegung, da wollen schon viele dabei sein. Wichtig ist, um wirklich Geld zu verdienen, so früh wie möglich bei der Bewegung dabei zu sein. Also, ich habe den Chart jetzt hier ganz, ganz klein gemacht und du siehst, dass wir jetzt hier schon einen sauber ausgebauten Abwärtstrend haben und hier haben wir noch so richtig, richtig schönen Momentum gehabt gestern und der Markt fällt und fällt und fällt. Und wie solltest du in so einer Phase am besten traden? Ja, am besten erstmal mit Bestätigungen, ja, also nicht irgendwo blind short gehen oder blind long gehen. In so einem Markt würde ich am besten gar nicht long gehen, ja, weil das einfach keinen Sinn macht, ja, weil der Markt, der kann zwar, so wie hier heute, ist der 150 Punkte gestiegen, aber nimm diese 150 Punkte mit, ja, wann steigt er genau diese 150 Punkte? Das ist sehr, sehr schwer zu merken und deswegen solltest du das auf keinen Fall tun, gegen den Trend zu handeln, sondern versuchen, mit dem Trend zu handeln. Was habe ich heute gemacht? Ich habe diese ganze Bewegung abgewartet und habe abgewartet, bis mir der Markt erste Signale wieder für Short gibt. Das hat er mir hier in dieser Kerze gegeben und da habe ich gleich zwei Stück geschortet mit einem Stopp von insgesamt 50 Punkte. Da oben war mein Stopp. Oder eben 2.500 Euro Risiko. Das Ziel sind mindestens 5.000 Euro, ja, dass der Markt hier zumindest auf die 92 kommt. Das zweite Ziel sind neue Tiefs, also 150 Punkte. Und dann geht es immer so weiter in 50er Schritte zu den nächsten Zielen. Sobald er ein Ziel erreicht hat, dann werde ich natürlich auch den Stopp dementsprechend nachziehen und mir so schnell wie möglich das erste Ziel absichern. So, in so einem Markt, was ich da auf keinen Fall mache, ist per Limit irgendwo unten aussteigen, weil du nie weißt, so wie gestern auch. Gestern ist der Markt, wie gesagt, ganze 450 Punkte gefallen. Wer hat damit schon gerechnet, ja? Gestern habe ich leider keinen Einstieg bekommen, weil der Markt hier einfach nur abgeschmiert ist und dann keine vernünftigen Retracements gemacht hat. Heute ist das natürlich gut gewesen, dass der Markt sofort mit einem Retracement begonnen hat. Und ja, dann konnte ich einfach abwarten, bis das Retracement vorbei ist, bis der Markt mir ein Signal gibt, um da zu shorten. Jetzt werde ich den Stopp auch schon auf plus minus null nachziehen, weil der Markt mir schon ordentlich recht gegeben hat. Ja, der läuft für mich hier richtig an, sind jetzt schon mehr als das Risiko verdient. Und in diesem Fall lasse ich mir nichts mehr abnehmen. Ja, wie gesagt, das ist ein Trade, den möchte ich laufen lassen und möchte mir immer das Ziel absichern, weil es eben keiner weiß,
bis wohin der Markt fällt. Ja, gestern ist er eben seine 450 Punkte gefallen, vielleicht fällt er heute 500 Punkte. Ja, das weiß man eben nicht. Und wenn du das nicht weißt, dann versuchst du natürlich einfach nur laufen zu lassen, den Stopp hinterher zu ziehen und so viel wie möglich mitzunehmen. Ja, in Gewinn hoffen wir, im Verlust hoffen wir nie. Ja, das heißt, wenn er nach oben gegangen wäre, da wäre mein Stopp richtig schön sauber da und nicht woanders. Ja, also ich hätte den auch weder weggezogen noch irgendwie damit rumgespielt. Gut, ob das jetzt die nächste Krise ist, wissen wir nicht. Das ist auf jeden Fall gestern so ein erster Impuls gewesen. Ja, ob der erste Impuls echt ist oder nicht echt ist, das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Das kann dir keiner so richtig sagen. Wichtig ist, dass du das tradest, was du siehst. Ja, und wenn du siehst, der Markt fällt, brauchst du dich nicht da wie ein Anfänger immer gegen den Markt zu stellen und immer nur long, long, long zu gehen, sondern versuche dann tatsächlich einen Einstieg mit dem Vorteil zu finden in Trendrichtung und dann diesen Trade auch vernünftig zu managen und natürlich auch vielleicht gute Gewinne mitzunehmen. Ja, wie gesagt, den Gewinn hoffen wir, da gibt es keine Limits oder ähnliches, vor allem dann nicht, wenn der Markt trendig ist. Ja, wenn der Markt nicht trendig ist, wenn der Markt, ja, sagen wir mal, nur ein bisschen hin und her dümpelt, dann arbeiten wir sehr wohl mit Limits. Aber in starken Trendmärkten, wenn Momentum im Spiel ist, da bleiben die Limits außen vor. Da versuche ich natürlich so viel wie möglich mitzunehmen. Ich habe kein Gewinnziel für den Tag, ich habe nur ein Tages-Loss-Limit. Das heißt, ich weiß, wann es Schluss ist, wenn es nicht gut läuft. Wenn es gut läuft, weiß ich nie, wann Schluss ist, ja, wenn es gut läuft. Ja, also wenn es gut läuft, dann pushe ich, bis es nicht mehr geht. So kann es sein, dass ich an einem Tag vielleicht 20, 30, 40.000 Euro verdiene und aber an einem Tag, wo es eben nicht gut läuft, nicht mehr wie 8.000 verliere, ja, weil bei 8.000 eben mein Tageslosslimit ist. Gut, ja, so viel zu den Märkten. Einfach aufpassen, versuchen mit dem Trend zu traden und nicht die ganze Zeit sich dagegen stellen. Das ist, wirst du auch gemerkt haben, wenn du das gemacht hast, dass der Markt sehr, sehr schnell deine Stops mitnimmt. Sehr viele Konten werden in dieser Zeit geerdet, ja. Also die sind dann total leer, weil derjenige immer wieder gegen diesen Trend gegangen ist und ja, das nur so auf die Schnelle, falls du lernen möchtest, wie richtiges Trading funktioniert, mit Struktur, mit System, wie du solche Gewinne nicht nur jetzt, sondern immer wieder machen kannst. Ja, wenn du diese Phasen erkennen möchtest, wenn du wissen möchtest, wie du den Markt tradest und nicht wie der Markt dich tradet und dir immer das Geld aus der Tasche zieht, dann solltest du jetzt unbedingt auf die Links unter diesem Video klicken, entweder auf das Bild mit dem Video oder auf die drei Pakete, auf das Einsteiger-Special oder eben in der Beschreibung sind zwei Links oder wenn du dir das auf dem Handy anguckst, oben die Infokarte anklicken, starte jetzt zu 100% kostenlos deine Ausbildung zum Profi-Trader oder geh sofort in den bezahlten Bereich und starte erst richtig durch. Ja, wenn du es richtig haben willst, wenn du richtig viel Geld verdienen willst an der Börse, wenn du mit Struktur handeln willst, dann komm direkt in den bezahlten Bereich und starte deine richtige Ausbildung zum Profi-Trader. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg, Daumen hoch für das Video, falls es dir was gebracht hat, kommentiere es, teile es und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Klicke auf die Links und sei vorsichtig. Bis dann. Ciao.